Ich will zunächst mal die Begrüßung noch um ein paar Namen ergänzen, denn das Besondere dieser Veranstaltung ist natürlich nicht nur, dass hier ein ganz toller Metzger sitzt, sondern das Besondere ist, hier sitzen viele ganz tolle Metzger. Es sind eine Reihe Erstklassiker, zu so einer Veranstaltung trauen sich nur die Besten. Es sind eine Reihe Erstklassiger Metzgereien durch ihre Inhaber vertreten. Da ist der Herr Bauer, da ist der Herr Pfenninger, da ist der Herr Kurz, da ist der Herr Fritz und da ist der Herr Kühnle. Und zu Herrn Kühnle will ich ein ganz besonderes Wort sagen. Herr Kühnle wurde von dieser selbsternannten Soko Tierschutz einer extrem manipulativen und unseriösen Organisation auf das Übelste mitgespielt. Ich will Ihre Frage beantworten und schiebe zunächst einen Satz voraus. Wir alle miteinander säßen nicht hier, wenn unsere Vorfahren vor 2 bis 3 Millionen Jahren nicht über die Jagd das Fleischessen erfunden hätten, dann wären wir nämlich entweder ausgestorben oder wir hätten zumindest dieses enorme Wachstum an Gehirnmasse. Wir hätten dann zumindest dieses enorme Wachstum an Gehirnmasse nicht hingekriegt. Wir säßen nicht in einem beheizten Raum, wir säßen nicht auf gepolsterten Stühlen. Und der zweite Satz, grundsätzliche Satz zum Thema Fleisch. Die Natur hat es so vorgesehen, dass wir mit einem bestimmten Gebiss ausgestattet sind. Einem Gebiss, mit dem man Pflanzen und Fleisch essen kann. Und die Natur hat es so vorgesehen, dass wir mit einem bestimmten Magen ausgestattet sind. Hätte die Natur gewollt, wer will, kann statt Natur Schöpfung setzen. Hätte die Natur gewollt, dass wir reine Pflanzenfresser sind, dann hätte sie uns die Zähne, das Maul und auch den Magen einer Kuh gegeben. Es war ganz offensichtlich nicht beabsichtigt. Die Situation der Branche, das ist zum einen natürlich ein erschreckender Betriebsrückgang. Dieser Betriebsrückgang betrifft die Metzger genauso wie die Bauern. Im Metzgerhandwerk kann man sagen, alle 15 Jahre ist die Zahl der Betriebe um etwa die Hälfte zurückgegangen. Bei den Bauern sieht es ähnlich aus. Am allergrausamsten ist es, wenn man die Zahlen bei den Ferkelerzeugern anschaut. Das ist extrem traurig. Es gibt aktuell im Fleischerhandwerk einen erheblichen Mengenrückgang, denn die Betriebe haben zwar ihre Umsätze gehalten, aber sie haben natürlich auch Preiserhöhungen gemacht. Und das ist eine einfache Rechenaufgabe, wenn die Preiserhöhungen im letzten Jahr größer waren, als das Umsatzwachstum sich dargestellt hat, dann gibt es einen Mengenrückgang. Und die Metzger beschäftigen bei weniger Menge genauso viel Metzger, genauso viel Verkäuferinnen und verdienen in vielen Fällen nichts mehr. Der letzte Teil meiner Antwort, das ist eine Hetze gegen das Lebensmittelfleisch. Da hetzen einerseits diejenigen, die gar keine Ahnung haben. Ältere, abgetakelte Schauspieler in Talkshows. Diese Fleisch- und bauernfeindliche Hetze. Die Hetze geht gegen das Fleisch, die Hetze geht gegen die Tierhalter. Diese Hetze ist es natürlich letzten Endes, dass manchmal ein Metzger oder manchmal ein Bauer sagt, ach wisst ihr was, wenn ich eh schon fast nichts mehr verdiene und jetzt seid ihr auch noch alle so böse zu mir, dann habe ich keinen Bock mehr, dann macht ihr doch euer Zeug alleine. Und im Ergebnis fördern wir dann Großstrukturen, die wir nicht fördern wollen, wir alle miteinander.